Wie geht es weiter mit der Rente? Für wen gibt es Steuererleichterungen? Diese und weitere sozialpolitische Fragen prägten die Podiumsdiskussion des DGB am Mittwochabend im Bischofshof in Plattling. Auf der Bühne die SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Hagel-Kehl, der CSU-Direktkandidat für den Wahlkreis Deggendorf Thomas Erndl, der Grünen-Direktkandidat Christian Heilmann sowie die linke Kandidatin Jenny Kellermann. Allen vier fühlte Donau-TV-Moderatorin Andrea Rasche gründlich auf den Zahn. Fazit nach rund 1,5 Stunden Diskussionsrunde: Also der Schuh drückt bei den gleichen Themen wie im Rest der Republik eigentlich. Also wenn es um Beschäftigungsverhältnisse geht, wenn es um Bezahlung geht, wenn es um Tarifverträge geht und auch besonders eben, wenn es um die Rente geht. Also ich hatte den Eindruck, am meisten kam das Thema Rente, Arbeit, Mindestlohn. Das war eigentlich so, das, glaube ich, das meiste Thema. Ich glaube, die Unterschiede zwischen den einzelnen Parteien sind doch auch sehr, sehr deutlich herausgekommen. Besonders in den Themen der sozialen Themen, also und auch der Außenpolitik, da sind schon große Unterschiede bei den einzelnen Parteien und Kandidaten ersichtlich gewesen. Nachdem natürlich das Publikum aus dem Gewerkschaftsbereich und gewerkschaftsnahen Bereich kam, waren das die Themen Beschäftigung, Leiharbeit, Mindestlohn, Rente. Das sind so die Arbeitsmarktthemen, die natürlich aus der gewerkschaftlichen Sicht erwartbar waren. Trotz intensiver Diskussion war das Interesse der Besucher an dieser Veranstaltung relativ gering. Kann sein, dass das der Auswahl der Kandidaten durch den DGB geschuldet war. Denn es waren ausschließlich die Vertreter der Parteien geladen, die derzeit im Parlament sitzen. Wenn Sie hier alle antretenden Kandidaten einladen, dann wird der Platz wahrscheinlich da oben gar nicht ausreichen. Und Sie haben so viel Reibungs- und Zeitverluste, dass auch dann der Inhalt der einzelnen Kandidaten nicht mehr rüberkommt. Deswegen haben wir uns beschränkt. Und so hatte jeder der vier Kandidaten ausgiebig Gelegenheit, sich zu den einzelnen Themenkomplexen zu äußern. Außerdem ließen sich Tendenzen erkennen, wer eventuell mit wem koalieren könnte. Natürlich am liebsten wieder mit den Grünen, das haben wir schon einmal gehabt und da glaube ich haben wir auch die meisten Gemeinsamkeiten. Und eine große Koalition sehe ich jetzt nicht als das Optimum an, aber wir haben jetzt in der großen Koalition viel erreicht und das glaube ich sollte man auch nicht verschweigen. Während die SPD-Abgeordnete aus Grafenau für ihre zweite Wahlperiode kandidiert, ist es für den CSU-Kandidaten Thomas Erndl aus Künzing eine echte Premiere. Er will die Nachfolge von Bartel Kalb antreten, der nach über 30 Jahren Parlamentszugehörigkeit heuer nicht mehr kandidiert. Wir haben neue Herausforderungen, Digitalisierung, wo ich auch meine beruflichen Hintergründe und mein berufliches Wissen mit einbringen kann. Und so werde ich das halten, eigene Wege gehen. Aber natürlich Bartel als großes Vorbild, was Einsatz und Erfolg für die Region betrifft, immer im Auge haben. Für Christian Heilmann wäre es ein echtes Novum, denn noch nie hat ein Grüner ein Direktmandat in Bayern gewonnen. Woher also kommt die Motivation? Ich bin ja Sozialkundelehrer, ich habe mich immer schon mit Politik beschäftigt. Ich sage es meinen Schülern immer, Politik ist wichtig. Und deswegen denke ich, steht man in der Verantwortung zu sagen, okay, dann zeige ich mir, dass man es auch machen kann und nicht nur immer darüber redet. Und auch die linke Direktkandidatin Kellermann schätzt ihre Chancen realistisch ein, ist aber überzeugt, für ihre Partei noch wichtige Stimmen gewinnen zu können. Ich glaube, dass die Wahlbeteiligung hoch sein wird, was sehr erfreulich ist auch für die Demokratie. Und ich glaube auch, die Enttäuschung ist sehr, sehr groß, also vor allem zu den großen Parteien. Also die viele sagen mir, ja, ich gehe zur Wahl, aber ich wähle nicht CSU, nicht SPD. Und ich glaube, dass es für die Linke noch ein sehr, sehr gutes Wahlergebnis geben kann. In 10 Tagen wissen wir mehr, wer von den Deggendorfer Direktkandidaten künftig die Interessen der Region in Berlin vertreten wird. Bis dahin geht der Wahlkampfmarathon nicht nur für diese vier Kandidaten weiter.